Ich habe euch gar nicht reinklicken gehört, aber setzt euch doch gerne. Ich wollte gerade eine neue Geschichte von Sherlock Holmes anfangen. Die sind ja immer sehr entspannt, logisch und nachvollziehbar. Also die perfekte Geschichte für uns alle in diesen schwierigen Zeiten. Können wir das mit dem Intro schnell hinter uns bringen? Ihr kennt alle Sherlock Holmes. Genialer Detektiv, Dr. Watson ist ein Buddy und sie lösen Fälle. Das Game hier ist von Studio Frogwares und entspricht vollkommen meiner Theorie, dass dieses Studio im Jahr 2014 seinen Fluch losgeworden ist und seitdem die besten Games gemacht hat. Aber wir spielen heute Sherlock Holmes und das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Und das ist von 2004. Sogar vor Sherlock Holmes Nemesis, mein persönlicher Nemesis, rausgekommen. Also schnallt euch an, es wird eine wilde Fahrt. An dieser Stelle übrigens eine kleine ernste Message. So witzig ich es auch finde, über Frogwares alte Games zu berichten, ist es leider ein trauriger Fakt, dass es ein ukrainisches Studio ist, die natürlich gerade mit bestimmten Problemen zu tun haben. Wie gesagt, ab 2014 haben die mehrere Games rausgebracht, die ich unironisch zu meinen absoluten Lieblingsrätselspielen zähle. Also wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, schaut euch doch mal gerne diese Titel an und seid gespannt auf deren Remake von Sherlock Holmes The Awakened. Nun aber, Kapitel 1. Der Ruf des Abenteuers, beziehungsweise ein ewig langer Brief. Meine Güte! Ich weiß, das ist lange her, aber Sherlock, wie siehst du denn aus? Ich glaube, wir müssen wirklich dringend einen Fall lösen. Watson, lies doch bitte mal diesen einen Brief vor, in dem lang und breit erklärt wird, dass der Briefverfasser wohl bald eine fette Fete schmeißen will, aber sich nicht sicher ist, ob die eine italienische Sängerin, die er eingeladen hat, nicht so edel wie seine restlichen Gäste ist. Ein Glück tritt sie vorher schon auf einer anderen Veranstaltung auf, also schauen wir doch einfach mal nach. Treten Sie doch ein. Auf Wunsch von Lord Cavendish Smith werden Sie während des Dinners zusammensitzen. Klingt wirklich einfach. Und ich bin mir sicher, dort wird nicht innerhalb kürzester Zeit das absolute Chaos ausbrechen, nachdem Sherlock den Saal bis ins kleinste Detail analysiert hat. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass Sir Bromsby ein Mann von großer Statur und etwa 50 Jahre alt ist. Er ist impulsiv und könnte zu hitzigen Ausbrüchen neigen. Er kommt aus einfacher Familie, hat nur wenige Freunde und schätzt Frauen nicht besonders. Mhm. Watson, Sie kennen meine Methoden. Schauen Sie sich das Podium neben dem Kamin an. Es ist offensichtlich, dass es für einen sehr großen Mann vorbereitet wurde. Ich sehe die Bediensteten ängstlich in Richtung der Tür blicken, durch die ihr Dienstherr wohl eintreten wird. Ihr Gesichtsausdruck lässt Anspannung und Angst vermuten. Nur ein hitziger und unberechenbarer Mann kann solche Gefühle hervorrufen. Schauen Sie sich nun die Gäste an. Ich möchte damit schließen, dass kein Mann, außer vielleicht ein geisteskranker, Tische und Stühle derart anordnen würde. Genug geplaudert. Seine Redezeit ist jetzt zum Glück sowieso vorbei, denn unser Gastgeber ist gerade aufgetaucht. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen allen für Ihre Anwesenheit bei diesem besonderen Empfang danken. Tatsächlich ist dieser Augenblick für viele ein Wenn. Mein Vater! Watson, schnell! Tragen Sie Miss Lambert auf, niemanden gehen zu lassen und sofort einen Mann nach der Polizei zu schicken. Okay, wir haben einen Fall. Kapitel 2. Der Fall. Wer hätte das gedacht? Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Und wir bemerken sofort unser erstes Problem. Verzeihen Sie bitte. Ich bin Sherlock Holmes. Was wünschen Sie zu wissen? Das Game ist alt. Manche Sachen funktionieren hier nicht mehr so, wie sie sollten. Also gib bitte nicht den Entwicklern Schuld, wenn irgendwelche Sachen einfach mal durch Gegenstände klippen. Darüber lachen werde ich aber trotzdem. Seht euch diesen Trottel an. Checken wir erstmal die Lage. Mr. Bromsby wurde erschossen und ich möchte mal anmerken, dass ich in einem Point-and-Click-Adventure über einen Mordfall die Leiche nicht anklicken kann. Die Leiche lässt sich nicht untersuchen. Ich fuhr hoch und sah in die Richtung, aus der der Schuss kam. Dann sah ich dieses süße Ding. Ich meine Miss Bromsby. Okay, die sehen wir uns vielleicht mal an. Aus rein beruflichen Gründen natürlich. Das süße Ding ist erstmal super verdächtig, wie wir bereits in dieser Cutscene erkennen konnten. Aber wir sind natürlich Sherlock Holmes, also lassen wir uns von sowas nicht überzeugen. Da steckt doch mehr dahinter. Befragen wir sie erstmal. Achtung, wichtige Cutscene. Wie, ihr habt nicht aufgepasst. Okay, also das ist Mrs. Bromsby, die Tochter des Opfers, die wohl jetzt aus seinem Tod sein gesamtes Vermögen erben wird. Und deswegen ist sie auch die Hauptverdächtige. Das sieht nur nicht jeder so. Diese junge Dame sagt die Wahrheit. Auf mich wirkt sie jetzt auch nicht sehr verdächtig. Seht doch nur, wie sie um ihren Vater trauert. Oh mein Gott, das ist alles so schrecklich. Oh, alles wieder gut. Stattdessen können wir ja mal diesen Soldaten befragen. Was ist der Grund ihres Hierseins? Das verdanke ich Colonel Patterson. Wir lernten uns vor ein paar Tagen in seinem Club kennen und er überredete mich, ihn hierher zu begleiten. Okay, und wie genau... Hey! Ich war noch nicht fertig! Der kommt sowas von auf meine Liste. Wer sind Sie überhaupt? Holmes, der berühmte Detektiv.
Dem Himmel sei für ihre Anwesenheit gedankt. Ich fürchte, ich stehe noch unter Schock. Das ist Herman Grimble, ein Geschäftspartner und damit ein weiterer Verdächtiger, genau wie diese ganzen Gäste, die definitiv im Besitz einer Waffe sein könnten. Den Bediensteten, die ihren Boss so offensichtlich nicht leiden konnten und noch mehrere andere random Leute, die wir uns natürlich alle gemerkt haben. Alle sind verdächtig, bis auf diesen Herrn hier, denn er schielt. Und das ist sehr ungewöhnlich und definitiv keine Sache, die so ziemlich jeder Charakter in diesem Spiel tut. Schließen wir ihn aus. Aber unsere Augen sind natürlich perfekt, deswegen sehen wir auch das hier. Genau, dieses Stück Stoff. Nun, was haben wir hier? Und wer könnte das hier übersehen? Schmauchspuren. Mhm. Und was ist hiermit? Ich brauche noch etwas. Also, hiermit? Ich brauche noch etwas. Jetzt. Ich brauche noch etwas. Nimm es einfach. Staub. Ausgezeichnet. Ja, ausgezeichnet. Jedenfalls schauen wir jetzt noch alle anderen Räume des Hauses an. Dieser Raum wurde selten benutzt. Alles ist an seinem Platz. Hä? Reden noch mit allen Gästen und Bediensteten. Kann ich Ihnen helfen? Und wechseln letztendlich zu Dr. Watson, der auch existiert. Ich schwöre, seine Tochter muss es getan haben. Sie ist so ein seltsames Ding. Vielen Dank, Miss. Ich komme vielleicht wieder auf Sie zurück. Das hoffe ich doch. Draußen befragt er die restlichen Anwesen, aber findet nicht wirklich viel raus, bevor unser Dreamteam wieder nach Hause in die Baker Street fährt. Erstatten Sie mir Bericht, wenn wir zurück in der Baker Street sind. Während Holmes nun all die gefundenen Sachen analysiert, fassen wir doch mal zusammen. Der Geschäftsmann Herr Bromsby ist auf seiner eigenen Feier erschossen worden, kurz bevor er seine Rede halten konnte. Es gibt zu viele Leute, die ihn tot sehen wollen und unser Inventar zeigt übrigens so viele Sachen an, die wir untersuchen müssen und so viele Texte, die wir lesen müssen. Ja, müssen. Denn jetzt kommt das Beste. Quiztime! Wir müssen alle diese Fragen korrekt beantworten und mit den jeweiligen Dokumenten belegen. Juhu! Spielspaß! Seid gefälligst froh, dass ich solche Games für euch spiele und ihr sie mich selbst erleben müsst. Yay! Kapitel 3. Lestrade ist auch dabei. Unser Lieblingspolizist Lestrade, der den Sherlock-Kennern unter euch sehr bekannt sein sollte, kam uns besuchen und bleibt prompt im Tisch stecken, während Watson sich um wichtigere Sachen kümmert. Sollte die Dokumente Was? Lesen, die Holmes Watson, können Sie das nochmal? Okay, egal. Gehen wir zum Tatort. Genießen wir hier doch mal die schöne visuelle Gestaltung. Und die Dialoge. Mögen Sie auch Polo? Mr. Grimble? Nein. Sie können sich die Vorzüge dieses Sportes nicht vorstellen. Die perfekte Einheit von Mann und Pferd. Ein wenig wie der Walzer. Oh Gott, kann hier bitte mal irgendwas Spannendes passieren? Ich denke, Sir Bromsby bewahrte seine Dokumente in dieser Lade auf. Achtung! Gütiger! Das muss eine von Fowlets Erfindungen sein. Sir Bromsby erwähnte, dass er seinen Anwalt gebeten hatte, sich Sicherheitsmaßnahmen auszudenken, um seine privaten Dokumente zu schützen. Ich werde diesen Raum jetzt gemäß meiner Methoden untersuchen. Ja gut, das war nicht unbedingt das, was ich meinte. Aber jetzt sollte zumindest alles sicher sein. Fowlet, der Anwalt des Mordsopfers, hat wohl einiges zu verbergen, also schauen wir doch mal nach. Ich brauche noch etwas. Ohne Zweifel ein Symbol der Freimaurer. Dieser Mann ist sowas von verdächtig. Wir müssen ihn finden. Kapitel 4. Auf Erfindersuche. Der Anwalt, den wir suchen, lebt zumindest in einer einladenden Gegend. Und auch der Innenraum seines Hauses sprüht nur so vor Heiterkeit. Auf mein Wort, ich sehe nicht die Hand vor Augen. Ach, Fowlet liebte seine Späße. Aber wo wir bei Spaß sind, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber kleine Warnung an alle unter euch, die Angst vor Clowns haben. Ernst gemeint, denn es wird ungelogen ein bisschen gruselig. Seht euch dieses verdammte Mistding an! Wer zur Hölle hat sich gedacht, dass sowas hier hingehört? Ich sollte eine Karte auswählen, um die logische Reihenfolge herauszufinden, die dieser Automat anzeigt. Aber mit dieser Musik? Das ist doch hier kein Horrorspiel! Zum Glück ist dein Rätsel aber super einfach. Hier ein Ass auswählen, das die Reihe vervollständigt und dann die andere Karte auswählen, die hierzu passt und hier... Warte mal, was steht in der Lösung? Da hier Herz, Kreuz, Herz vorgegeben ist, muss die vierte Karte auf jeden Fall eine Kreuzkarte sein. Ja, dem kann ich folgen. Gehst du hier von der Reihenfolge der Karten aus und beginnst bei der 2, musst du 5 Karten abzählen, um bis zur 7 zu gelangen. So weiter und so fort. Kreuz 4. Total einfach. Habe ich auf den ersten Blick gesehen. Ein Glück gibt's Lösungsseiten. Okay, das war natürlich super einfach und wir mussten Sherlock auch nur ein paar Stunden lang trösten, um sein Clown-Trauma nicht ganz so tief zu verankern. Ist gut, Sherlock. Sei nicht traurig. Sehen wir uns den Rest des Hauses an.
Diese Gemälde stammen aus der Stadt Epinal. Was? Gemälde? Sherlock, ein Gemälde ist ein Bild, das mit Hilfe malerischer Techniken angefertigt wird, deshalb auch der Name. Da es sich hierbei offensichtlich um Werke handelt, die gezeichnet wurden, also Medien wie Graphit oder Kohle Verwendung gefunden haben, liegst du mit dieser Bezeichnung komplett daneben. Diese Anfänger. In diesen Zeichnungen ist jedenfalls jeweils ein Tier versteckt. Könnt ihr sie alle finden? Hier ist ein Reh. Da ist ein Bär. Da ein Adler. Und na, was ist hier? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Es ist genau hier. Jetzt ist es ja wohl offensichtlich, oder? Eine Krabbe natürlich. Wer konnte die nur übersehen? Wir müssen alle diese Tiere finden, damit wir später die Reihenfolge bestimmen können, in der sie die Arche betreten. Witzigerweise stolpert aber die deutsche Lösung sogar über den dazugehörigen Text und versucht ihn auf die restlichen Tiere zu beziehen, die da sind. Ja, bei schnellen Strömungen denke ich natürlich zuerst an einen Affen und Giraffen können sich mit ihren langen Hälsen umso besser unter Bäumen vorm Regen verstecken? Aber nein, nur die vier Tiere aus den Bildern haben eine feste Reihenfolge und die anderen können beliebig reingeschoben werden, weil so Adventure Games funktionieren. Denn wer braucht schon genaue Angaben bei Kombinationsrätseln? Jetzt haben wir aber das schlimmste Rätsel hinter uns gebracht. Ich meine, was soll uns jetzt noch schocken? Was ist das denn? Das ist doch nicht deren Ernst. Ich möchte mal anmerken, dass ich Rätselspiele mag. Wirklich. Ich knobele so gerne, dass ich seit mehreren Jahren schon ein bisschen Killer-Sudoku-süchtig bin. Also diese Variante, wo man nicht nur auf Reihen und Kästchen achten muss, sondern diese Blöcke auch noch existieren, die die Summe des Inhalts angeben. Also pures Rechnen und ich liebe es abgöttisch. Das hier hingegen, das ist kein Rätsel, das ist Folter. Jede Reihe an Zahlen muss zusammengerechnet 55 ergeben. Keine Unterteilung, keine Denkhilfen, einfach für jede Reihe hoch bis 55 addieren, bis man auf die richtigen Zahlen kommt, die da reingehören. Und ja, natürlich ist es schaffbar, aber zu welchem Preis? Falls ihr nicht jemals denkt, Mann, als Content Creator kann man ja echt den ganzen Tag zocken und kreativ sein, dann denkt bitte nur daran, wie ich all das hier ertragen musste, nur damit ihr die ganze Action erleben könnt. Watson, hier drüben. Mein Gott, dieser Mann ist tot, Holmes. Brillante Schlussfolgerung. Jetzt würde ich mich gern hier umsehen. Wie Sie wünschen, Holmes. Fowlett kann also nicht der Täter gewesen sein, denn er ist tot. Erschlagen von Kartoffeln. Aus dieser Höhe. Keine Ahnung, ich erkenne auf diesem Screen sowieso nichts. Aber wenigstens schauen wir uns dieses Mal die Leiche genauer an. Ich brauche noch etwas. Oder messen nur seine Schuhgröße. Das ist ja fast das Gleiche. Wir nehmen aber auch noch andere wichtige Indizien mit, so wie... Gin, Asche, Blut, eine ölige Substanz. Überaus interessant. Und vergessen wir bloß nicht, dass hier ein Kissen fehlt. Das Kissen fehlt. Merkt euch das. Wer würde denn jemals ein Bett ohne Kissen haben? Zurück in der Baker Street darf Sherlock wieder seinen Chemiekasten auspacken und wir tragen alles ein, was wir Neues gelernt haben. Wehe, ihr vergesst, dass das Kissen gefehlt hat. Auf ein Wort, Holmes. Sogar Sie gaben zu, dass dieser Fall auf einzigartige Weise verblüffend und schwierig ist. Die gewaltige Menge an Tatsachen und Beweisen. Wir können es uns nicht erlauben, von der oberflächlichen Logik erzwungener Hypothesen geblendet zu werden. Jede mögliche Theorie über diese Ereignisse muss in allen Punkten, einschließlich der kleinsten Details, schlüssig sein. Ich habe eine Idee bezüglich... Oh, sorry. Ich muss eingeschlafen sein. Wo waren wir? Kapitel 5. Aufblühende Liebe. Was können wir heute für Sie tun, Mr. Holmes? Komm näher, Wiggins. Ich möchte das. Und haltet die Augen offen. Es gibt einen zusätzlichen Penny für denjenigen, der ihn findet. Wiedersehen. Wir müssen jetzt gehen, Watson. Gehen wir zurück zu Sherringford Hall. Kein Plan, was da gerade passiert ist, aber hören wir auf Sherlock, denn dort erfahren uns tolle Neuigkeiten. Mr. Bromsbys Tochter Lavinia und dieser Kerl hier, der sie schon zu Beginn der Geschichte verteidigt hatte, scheint sich ein bisschen näher gekommen zu sein. Grund genug, ihn noch mehr zu verdächtigen. Jedenfalls werden wir hier aufgefordert, einen Safe zu öffnen. Ideale Stelle für ein Versteck. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich nach einem Safe suche, ist hinter einem Porträt ehrlich gesagt die erste Stelle, an der ich nachsehe. Kennen Sie die Kombination? Kennen Sie die Kombination? Ich hoffe, dass Sie die Kombination gefunden haben. Aber gut, wir haben noch diesen Zettel im Inventar, der uns sicher weiterhilft. Keine dieser Reihen passt zur Anzahl der Reihen am Safe. Also müssen wir unser Hirn benutzen. Die Lösung ist eigentlich super interessant. Manche von euch kennen diese Art Zahlenrätsel vielleicht schon. Anstatt hier wirklich zu rechnen, geht es eher um Sprache, also wie wir das Ganze vorlesen würden. Dort steht eine 1. Also tragen wir das ein. Wenn wir diese Zeile vorlesen, sind das zwei Einsen.
was wiederum eine 2 und eine 1 wäre und so weiter und so fort. Also wenn man die Lösung kennt, ist das eigentlich super einfach, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein passendes Rätsel für ein Videospiel ist. Ich bin jedenfalls nicht drauf gekommen, obwohl mir diese Art Rätsel bereits bekannt war. Vierte Zeitraum, what? Was spielen die hier für Mindgames mit mir? Der Tresor ist jetzt jedenfalls offen. Kontoauszüge. Daran habe ich kein Interesse. Wieso? Warum sollte man an einem verschlossenen Kasten in einem verschlossenen Safe kein Interesse haben? Das ist doch doppelt verdächtig. Nicht ein Fetzen Papier über das Erbe. Tja, vielleicht ja doch. Aber Mr. Sherlock hier hat ja kein Interesse an dem abgeschlossenen Fach darin. Kapitel 6. Der Weg ist das Ziel. Hab ich euch eigentlich schon von der tollen Steuerung erzählt? Ich will Sherlock ja nicht trauriger machen, als er schon ist. Aber der Typ ist nicht in der Lage, um Ecken zu gehen. Jeder weiß doch, wie solche Games funktionieren. Du fährst den Rand eines Screens mit deiner Maus ab und suchst nach dem Fußsymbol, um zu einem anderen Screen zu wechseln. Aber nicht Sherlock. Der steppt auf der Stelle, bis du zufällig den richtigen Winkel gefunden hast, dass die Perspektive sich wechselt. Sehr angenehm zu spielen. Umso mehr habe ich mich auf jeden Fall gefreut, jetzt ein ganzes Fabrikgelände zu durchsuchen. Hier wurde bestimmt noch nie geputzt. Hä? Jedenfalls hat Grimble, der Typ hier, hier irgendwelche Sachen versteckt und wir durchsuchen alles, aber letztendlich finden wir nichts wirklich Relevantes. Doch aha, was ist das? Ihr seht es doch auch, nicht wahr? Ist da vielleicht etwas unter dem Tiger? Ich könnte mich ja schlecht fühlen, dass ich immer wieder dieses Spiel mit euch treibe, aber ganz ehrlich, was ist deren Problem? Warum packen die Entwickler einfach unsichtbare Dinge in Bildschirme, die so vollgepackt sind wie dieser? Moderne Point-and-Click-Adventures haben zum Glück nun meistens eine Taste, mit der einem alles angezeigt wird, was auf einem Screen anklickbar ist. Denn das hier ist wirklich eine Zumutung. Wenn man sowas nicht einbauen möchte, sollte man seinen Spielern doch wenigstens irgendeinen verdammten Hinweis geben. Komm, Watson, wir gehen. Kapitel 7. Was ist das hier für ein Theater? Da will man nur in Ruhe sein Abendessen zu sich nehmen und schon kommt dieser Kerl vorbei und fragt, wie es mit dem Fall aussieht, denn er ist ja so verliebt und will nicht, dass Miss Lavinia belangt wird. Dank der Aktion kassiert der Kerl erstmal die Markierung oberverdächtig auf seiner Akte. Aber wir haben die Nachricht bekommen, dass jemand Wichtiges nun bei einem Theater nahe der Fabrik, in der wir gerade erst gewesen sind, erscheinen müsste. Also reisen wir direkt dahin zurück. Mr. Goblet zufolge wird die Zementfabrik von Hunden bewacht. Wir müssen äußerst vorsichtig vorgehen. Wir müssen uns nicht nur aufs Gelände schleichen, sondern auch noch einem Wächter und seinem Hund ausweichen. Was wird da passieren, wenn sie uns erwischen sollten? Game over? Kommt Sherlock ins Gefängnis oder? Oh, wir haben wohl eine nicht sehr auffällige Art. Naja, umso besser. Gehen wir hinein. Im Theater angekommen, müssen wir natürlich weiterhin dafür sorgen, dass niemand uns entdeckt. Watson, behalten Sie das Tor im Auge und lassen Sie mich wissen, wenn eine Wache oder jemand anderes kommt. Wie Sie wünschen, Holmes. Ich muss die Lampe anzünden. Ich sehe nicht die Hand vor Augen. Watson? Er wird schon wissen, was er tut. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was wir hier tun. Denn Sherlock durchsucht jetzt ein düsteres altes Theatergebäude und ich dachte, wir verfolgen einen Typen, der sich hier aufhalten sollte. Hier ist es recht unheimlich. Ja, finde ich auch. Warum sind wir hier? Das ist Brandkalk. Ich muss mich mit einer Maske schützen. Okay, gut zu wissen. Wenigstens ist es Sherlock wichtig, eine Maske zu benutzen. Man weiß ja nie, was man einatmen könnte, also... Ah, ein sauberer Stoff. Den könnte ich als Maske benutzen. Sauberer Stoff? Der da auf dem Boden liegt? Na, wenigstens hat er nicht den einzigen anderen Stoff im Saal genommen, der mit Blut und Haaren dran. Spuren von Blut und Haaren. Die Maske ist dann auch eher ein theoretisches Konzept. Sherlock hat sie zwar auf, aber nur Leute, die so smart sind wie er, können sie auch sehen. Ich scheine einfach unwürdig zu sein. Aber was ist denn nun unter der Plane mit dem Brandkalk? Es ist eine Leiche! Wuhu! Nee, Moment, das ist schlecht. Watson, halten Sie sich weißes Leinen vor Ihr Gesicht. Sie finden es in dem Raum dort drüben. Wie Sie wünschen, Holmes. Hey, armer Teufel. Ja, hier hatte sicher ein Teufel seine Hand im Spiel. Das ist jetzt die dritte Leiche, die wir finden. Wird Sherlock sie untersuchen? Nein! Er will nicht mal davon erzählen, dass er eine Leiche gefunden hat. Wir fliehen auf jeden Fall vom Tatort. Na, hoffen wir mal, dass keine Bande von Schlägern ihnen gefolgt ist, die... Thank you.
Es scheint mir, dass wir alle Schlüsselelemente zusammengetragen haben, Watson. Moment mal, ihr könnt doch die Szene nicht einfach so beenden. Was war das gerade für ein Kerl? Wieso hat er euch verfolgt und dann doch nicht mehr? Und warum habt ihr nicht den Polizisten informiert? Und jetzt soll er wieder so ein doofes Quiz ausfüllen? Verdammtes Spiel, ey, warum tue ich irgend so was an? Mann. Kapitel 8. Ich würde auch gerne streiken. Die Dominosteine, die Sherlock hier aufbauen, repräsentieren perfekt, wie gerne ich gerade irgendwas anderes als das hier spielen würde. Aber auch, wie dieser Traum mit jeder weiteren Stunde zerbröselt. Also, die Polizei macht Stress, dass der Fall nicht gelöst wird, Streiks finden bei irgendwelchen Fabriken statt und der tote Mann wurde entdeckt und identifiziert. Es war ein gewisser Herr Hunter, der am Abend von Herr Bromsbys Tod gekellnert hatte. Watson findet raus, wo er wohnt und wir reisen direkt dorthin. Anscheinend sind wir mitten in eine Demonstration der Arbeiter von Bromsby geraten. Hier angekommen, habe ich erstmal über die Bildaufteilung gelacht. Was taten Sie als nächstes? Nun, seht ihn euch an, er ist viel zu groß für den Frame. Und mich danach erstmal gewundert, denn der Garten kam mir so bekannt vor. Und da traf es mich. Denn ich habe den Garten schon mal gesehen. Und zwar in diesem Wimmelbildspiel von Frogwares. Die haben einfach den ganzen Screen zweimal verwendet. Die haben fast alle Screens zweimal verwendet. Was ich einerseits bewundere, schließlich müssen Game Designer auch einfach mal bedacht mit ihren Ressourcen umgehen. Und andererseits diese Säcke. Deshalb sind all diese Bildschirme so unnütz. Du findest hier immer kaum was Interessantes, außer es liegt mal ein unsichtbares Häufchen Dreck in der Ecke. Und der Grund ist einfach, dass all die Interaktionsmöglichkeiten in einem komplett anderen Game stecken. Und wo wir gerade bei Wiederverwenden sind, dieser Sound, wenn Sherlock Schuhgrößen misst. Das entspricht Größe 7. Fußabdrücke. Größe 6. Der kommt in jedem dieser verdammten alten Sherlock-Spiele vor. In jedem. Ich kann dieses Gequietsche nicht mehr hören. Vor Ort finden wir zumindest Informationen, die uns zu einem Kloster führen. Blut. Kapitel 9. Sherlock sieht das Wasser vor lauter Bäumen nicht. Wir kramen mal wieder die Sherlock-typischen Verkleidungen raus. Kleiner Einwurf von Schnittlina. Ich wollte ja eigentlich nichts davon sagen, von wegen, warum haben die Sherlock hier keine Maske gegeben? Weil Spielentwicklung hart ist und unterschiedliche Character-Models machen Arbeit ist und so. Aber die konnten ihm ohne Probleme komplett neue Outfits geben, auch mit Hüten und so. Aber 12 extra Polygönchen für eine storyrelevante Maske wollten sie ihm nicht polygönnen. Natürlich. Naja, wir machen uns auf jeden Fall zu diesem Kloster auf und reden mit dem Mönch dort, der uns daraufhin von dem labyrinthartigen Wald mit einer geheimen Ruine darin erzählt. Labyrinthwald? Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Darf ich euch nochmal daran erinnern, dass die Steuerung in diesem Spiel furchtbar ist? Ich klicke und klicke und kann mir nie sicher sein, wann und ob Sherlock den jeweiligen Weg auch beschreitet. Setzen wir darauf noch eine Waldlandschaft, die sich auf jedem Screen ähnlich sieht und sich ineinander verzweigt. Dazu gibt es ständig noch Sackgassen und praktisch keine Wegpunkte, außer vielleicht so einen kleinen Teich ganz am Anfang und irgendein komisches Ding hier auf dem Boden. Nach einer Ewigkeit sehen wir endlich die Decke einer Ruine und als wir darauf zugehen... Schnell! Ich brauche Wasser, um das Feuer zu löschen. Andernfalls verlieren wir kostbare Beweise. Wir brauchen Wasser? Sherlock, es regnet. Wie viel mehr Wasser willst du noch? Und was ist das da? Ein Timer? Ist das ein Timer? In einem Point-and-Click-Adventure? Verdammt, wir müssen los. Ein Glück lag da noch ein Ding, was sich als Eimer rausstellt, den wir erst jetzt aufnehmen können. Aber wo zur Hölle war nochmal dieser Teich? War ich hier schon mal? Oh Mann, die Zeit vergeht so schnell. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Was? Was ist das? Ist das ein Endscreen? Game over? In einem Point-and-Click-Adventure? Wir konnten nicht mal von diesem Typen mit seinem Wachhund erwischt werden. Aber wenn wir ein Feuer in einem Labyrinth, in dem es regnet, nicht rechtzeitig löschen, haben wir das Spiel verloren, das Bad Ending erreicht und müssen unseren letzten Speicherpunkt laden? Stellt euch mal vor, ich wäre nicht so paranoid, alle 10 Minuten zu speichern. Da man ja vorher nie wirklich was falsch machen konnte, gibt es ja eigentlich auch keinen konkreten Grund, überhaupt zu speichern. Okay. Ich muss erstmal durchatmen. Es ist eben ein besonderes Spiel. Laden wir einfach und versuchen es erneut. Mann, dieser Timer ist aber auch wirklich knapp. Selbst wenn man die Wege alle perfekt entlang geht, bleibt einem nicht viel Zeit. Aber endlich sind wir da, um das Feuer zu löschen. All diese Dokumente wurden gesammelt und verbrannt. Ich muss anderswo Beweise finden. Wie bitte? Ich bin gerade Game Over gegangen, nur damit du jetzt sagen kannst, dass trotzdem alles in dem Feuer verbrannt ist? Ist das... Wollt ihr... Was ist das Problem dieses Spiels? Aber dafür finden wir natürlich andere wichtige Informationen. Fußabdrücke. Größe 10. Hallo, Herr Mönch. Haben Sie uns wenigstens noch was zu sagen, bevor ich mich auf den Weg nach Hause mache? Hab du Säufer! Kapitel 10.
Kapitel 10. Ach stimmt, da steht was von einem Ohrring. Zurück beim Haus, wo alles geschah und wo Mrs. Bromsby und ihr Lover auf uns warten. Na, ihr zwei? Irgendwas Interessantes besprochen? Über einen Mord vielleicht? Nein? Na gut. Aus irgendeinem Grund haben wir das Foto einer Schauspielerin, das wir Mrs. Bromsby zeigen, und sie sagt, dass sie sie kannte und ihr so ein seltsamer Ohrring gehört hatte. Der silberne Ohrring, der nach dem das Spiel benannt ist. Der ist bestimmt unglaublich wichtig. Und wow, was ist das? Wir hatten Watts mit einem Pfandschein losgeschickt, den wir auch irgendwo gefunden haben. Und in der Baker Street treffen wir ihn wieder und schaut mal, was er hat. Es ist der Ohrring. Jetzt haben wir ja so viele Antworten, die wir in ein Quiz eintragen können. Ja. Kapitel 11. Was für eine Show. Morgens beim Frühstück sind zumindest alle heiter dabei. Ha, ha, ha. Ich scherze nur, Gentlemen. Es ist nicht die richtige Zeit zum Scherzen, Holmes. Es werden wichtige Themen besprochen, denen ich gespannt zugehört hatte. Halte mir die Gedanken unseres Finanzministeriums mit. Sie entschieden, dass es angesichts der derzeitigen Krise höchst unklug wäre, wenn eine junge Dame eins der drei größten Bauunternehmen des Landes übernehme. Es geht jedenfalls darum, dass Gribble sehr verdächtig ist, aber nun scheinbar auf sein Geld verzichtet und abgehauen ist. Soll uns nicht weiter stören, wir wollen nur zum Theater. Also einem anderen Theater als vorher, ich habe auch keine Ahnung, was das alles soll. Dies könnte von Interesse sein. Die Aufführungen hier waren sogar so toll, dass mein Spiel mehrmals abgestürzt ist, aber das kann ja nur bedeuten, dass wir dem Ende näher kommen. Hier treffen wir auf jeden Fall viele neue Gestalten, von denen ich mir keinen merken konnte, bis auf diese Dame, die schon so betrunken ist, dass sie durch ihren Stuhl rutscht. Oh mein Gott, was ist falsch mit ihr? Watson, Sie sind doch Arzt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das Relief dieser antiken Rüstung ist nur aufgemalt. Okay, suchen wir einfach. Moment mal, ihr Ohrring. Oh Mann, das muss bestimmt super wichtig sein, den auch noch zu bekommen. Aber die Frau will uns einfach nicht zuhören, geschweige denn uns ihren Ohrring zu überlassen. Wie sollen wir jemals diese Hürde überwinden? Dürfte ich mir ihren Ohrring ausleihen? Natürlich. Vielleicht möchten Sie auch Doris Ohrring borgen. Ich glaube nicht, dass sie ihn hergeben würde. Höchstens mir. Wenn Sie hier warten, werde ich ihn für Sie holen. Oh. Aber es wird bestimmt ein richtig wichtiges Rätsel geben, was die Ohrringe beinhaltet. Ich meine, dieses Spiel ist ja bekannt dafür, mein Hirn praktisch zum Rauchen zu bringen. Bisher gab es schon dieses komische Sudoku-Rätsel, Kartenrätsel. Überaus banal. Oh, aber in der Kiste wird ja wenigstens irgendwas Wichtiges stecken, bei dem man das Gefühl hat, das letzte Puzzlestück des Falls gefunden zu haben. Nichts von Interesse. Kapitel 12. Das große und sehr lange Finale. Wir haben alle Infos, die wir brauchen, um herauszufinden, wer hinter all den Geschehnissen steckte. Jedenfalls behauptet das Sherlock. Oder gibt uns den Hinweis, dass wir auf Schuhgrößen achten sollten und das Kissen nicht vergessen. Habt ihr vergessen, dass das Kissen gefehlt hat? Um es nochmal so richtig in Finale-Stimmung zu bringen, gibt es natürlich ein Quiz für uns. Woohoo! Und weil es unser letztes ist, will ich nochmal genau zeigen, was das alles beinhaltet. Bei dieser letzten Frage zum Beispiel müssen wir schauen, ob zwei Handschriften sich ähneln und wie wählen diese beiden aus, die sich überhaupt nicht ähneln. Ich möchte das Ende dieses Spiels mit einem Zitat Sherlocks bzw. seines Autors beginnen. Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, wie unwahrscheinlich es auch sein mag, die Wahrheit sein. Das haben die Spieleentwickler sehr ernst genommen, denn so unwahrscheinlich es auch sein mag, Sherlock hält jetzt ernsthaft einen über 20 Minuten langen Monolog. Denkt ihr, man versteht auch nur im Ansatz, was hier alles passiert sein soll? Ich wünschte, James, ich meine Lieutenant Harrington, könnte jetzt hier sein, aber... Er musste leider in einer dringenden Sache nach London. Aber wie konnten Sie das wissen? Wissen ist mein Geschäft, Mrs. Bromsby. Deshalb kann ich Ihnen auch vom Fall des silbernen Ohrrings erzählen. Alles begann an diesem traurigen Nachmittag, an dem Ihr Geburtstag gefeiert werden sollte und der mit dem vorzeitigen Tod Ihres Vaters endete. Miss Bromsby, Sie haben Ihren Vater nicht ermordet. An diesem Tag küsste ich Ihre Hand und nahm nicht die geringste Spur von Schießpulver wahr. Ja, genau. Eine Information, die man als Spieler nie bekommen hat, die Sherlock einfach so wusste, hat Mrs. Bromsby als Täterin ausgeschlossen. Also warum hat Sherlock nicht die Hände aller Gäste geküsst? Das hätte uns all das erspart. Nach Mr. Bromsby sind weitere Leute gestorben, was alles verhindert hätte werden können, wenn Sherlock nicht so ein Sexist gewesen wäre. Darf ich denn auch mal fragen, keine Schmauchspuren? Aber was ist das hier bitte? Hat sie noch kurz eine geraucht oder was? Ach, was frage ich überhaupt? In der Tat verließ eine Person den Ballsaal und ging zum Küchenflur. Er traf sich sodann mit seinem Komplizen, der kein geladener Gast war. Dieser Komplize war professioneller Schauspieler, der unserem fehlenden Gast ähnelte und wie er gekleidet war. Dieser Gast versteckte sich im Schatten einer Statue und wartete auf seinen Moment. Da seid ihr nicht drauf gekommen, ne? Unter einem Tuch versteckt. Hinter der Statue und sonst nichts im Gang.
Das fällt ja nicht auf. Ach, Sherlock, du bist so smart. Er sicherte sich den Zutritt, indem er vorgab, ein französischer Oberkellner zu sein. Dank dieser Stellung konnte er die anderen Bediensteten überreden, lange Tischdecken zu nutzen und die Tische höchst merkwürdig anzuordnen. Nach dem Schuss mischte unser Schauspieler sich erst unter die Menge und kroch dann, versteckt unter den Tischen, zur anderen Seite des Raums. Als er an der Seitentür ankam, kroch er unter den letzten Tischen hervor und tat so, als wäre er zu Boden gestoßen worden. Beim Aufstehen hielt er sich an einem Stuhl fest, wobei ein kleiner Fetzen seines schmutzigen Handschuhs hängen blieb. Als er bei der Tür ankam, die vom Mörder zugehalten wurde, verwendete er ein vorher verabredetes Klopfzeichen und wurde eingelassen. Hör auf zu nicken, es wird das Sinn ergeben, Watson. In Horace Fowlets Haus befand sich jedoch ein unwiderlegbarer Beweis, dass weder Grimble noch Richards schuldig waren, das Kissen. Aber in Horace Fowlets Haus gab es kein Kissen. Nichtsdestotrotz besaß er eins und benutzte es auch. Woher er das wissen will, sagt Sherlock übrigens nicht. Und was hat es mit dem Kissen auf sich? Fowlets Kissen war verschwunden. Dr. Watson entdeckte später in dem Zugabteil, dass der Mann benutzte, der sich für Fowlett ausgab, eine Feder dieses Kissens. Aber warum nahm der Betrüger das Kissen mit und warum fiel es dem Bahnhofsvorsteher nicht auf? Mr. Fowlett war klein, aber wohlbeleibt. Um ihn zu imitieren, benutzte der Mann das Kissen, um das Erscheinungsbild eines korpulenteren Mannes nachzuahmen. Es gibt keine andere Erklärung. Sherlock, das ist die Schlussfolgerung, auf die wir die ganze Zeit warten. Ein Kissen als Bauch. Bist du 5 oder was? Fowlett sieht zudem nicht mal sonderlich dick aus. Definitiv nicht Daunenkissen am Bauch dick. Ich ertrage das nicht länger. Ich bin ganz benommen. Würden Sie bitte endlich enthüllen, wer meinen Vater ermordete? Genau, spuck's endlich aus. Der Mörder? Er wird gleich bei uns sein. Sie müssen wissen, dass die erste Person, die dieses Zimmer betritt, der Mörder Ihres Vaters ist, Miss Bromsby. Und ich werde unwiderlegbare Beweise für seine Schuld erbringen. Aber Lavinia, meine Liebste, was ist denn? Sie weiß es. Aber wie... Ich meine, was denn? Was weiß sie? Ich verstehe nicht. Yep, es ist Miss Lavinias Lover, der von Anfang an der verdächtigste Kerl im gesamten Game war. Aber halt, er hat noch einen Komplizen. Dieser Sense-2-Charakter kommt einmal kurz draußen vor und danach nie wieder. Dafür lesen wir in einem der 20 Millionen Zettel von ihm, aber nicht mal unter seinem echten Namen Spencer, sondern Jeffrey. Und mein Namensgedächtnis hat eigentlich nur Platz für diese Charaktere hier und das auch nur knapp. Also lasst uns doch noch mal einen weiteren Charakter einführen. Einer, der kein einziges Mal zu sehen und trotzdem super wichtig für die gesamte Story ist. Wyatt Collins ist nämlich der Neffe vom ersten Mordopfer gewesen und wollte ursprünglich einen Teil seines Erbes bekommen, was ihm sonst verwehrt geblieben wäre. Er wollte Bromsbys letzten Willen stehlen, sodass er wenigstens einen Teil des Vermögens erben würde. Wenn sein Onkel gestorben wäre, ohne dass ein Testament aufzufinden wäre, hätte er nach englischem Gesetz ein Anrecht auf einen Erbanteil. Und das hier ist eigentlich seine Leiche. Aber unter dem Namen Johansson. Ich habe mich da nämlich ein bisschen vertan. Der Kellner hier wurde auch umgebracht, aber die Leiche haben wir nie zu Gesicht bekommen. Und über den toten Kerl hat Sherlock wirklich niemanden informiert. Unglaublich. Ja, unglaublich und entsetzlich wahr. Nun mussten sie einen anderen Weg finden, an das Geld zu kommen, da Sir Bromsby Collins zweifelsohne zugunsten seiner Tochter enterbt hatte. So beschlossen sie, das Geld seiner Tochter, einer naiven und verwundbaren jungen Dame, zu entwenden. Und dann philosophiert Sherlock hier noch minutenlang über jedes kleine unsinnige Detail und erzählt, wie der Kerl hier eine Schauspielerin aus Eifersucht ermordet hat und der Ohrring gehörte ihr und die waren im Ausland und haben dort wen auch immer getroffen. Was weiß ich, ey. Ich meine, irgendwann ist doch einfach mal Schluss. Bravo, Mr. Holmes, gut gemacht. Okay, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Ich glaube, unter diesen Umständen wäre es besser, unsere Verlobung aufzuschieben. Mir tut es um deinen Vater leid, aber was soll ich sagen? Es war ein Schuss wert. Wo ist der Ohrring jetzt? Sie werden mir sagen, wo er ist. Wenn Sie mir nicht sofort sagen, wo der Ohrring ist, wird niemand diesen Raum lebend verlassen. Verstehen Sie nicht? Sie werden alle sterben. Holy shit, diese Action! Sie gehören Ihnen, Lestrade. Endlich passiert mal wieder was, außer ewiges Gelaber. Holmes, Collins hat weder Harrington noch Jeffreys in seinem Brief erwähnt. Richtig, Watson. Aber das konnten Sie nicht wissen. Ich habe geblufft und Sie haben mir geglaubt. Moment, du hattest bisher nicht mal Beweise?
Woher wusstest du das bitte, Sherlock? Und warum sagst du uns das nicht, anstatt uns diese doofen Formulare mit diesen bescheuerten Hinweisen ausfüllen zu lassen? Ich musste mir so lange Gehwege, endlose Texte in den schrecklichsten Schriftarten und ein ewiges Gelaber anhören, nur damit du sagen kannst, dass du von Anfang an alles wusstest? Ich weiß ja nicht mal, warum dieses Spiel das Geheimnis des silbernen Ohrrings heißt. Der Ohrring gehörte einfach nur zu einer Schauspielerin, die ihr Kerl hier aus Eifersucht getötet hatte. Es hatte absolut nichts mit dem gesamten Fall zu tun. Und weißt du was? Ich habe jetzt auch nichts mehr damit zu tun, denn ich kündige. Löse deine Fälle doch selber, Sherlock. Das war richtig toll. Ich bin sehr froh, dass wir das durchgemacht haben. Es hat sich sehr gelohnt. Also es gibt kaum etwas, was ich im Leben weniger bereut habe. Wie soll ich denn das Ende zusammenschneiden? Wie soll ich denn daraus ein verständliches Video machen? Es gab irgendwie gefühlt 20 Millionen Morde, von denen die Hälfte irgendwie gar nicht richtig mitbekommen haben und sowas. Da lagen einfach tote Leute rum und wir hätten 20 Minuten Texte durchlesen müssen, um es irgendwie zu verstehen. Und ich kann nicht, Leute, ich kann nicht. Es geht einfach nicht. Ich gönne mir jetzt erstmal ein neues Adventure-Game. Vielleicht etwas mit Fantasy oder einer weiblichen Protagonistin. Was ist das hier? Journey to the Center of the Earth. Oh, das klingt interessant. So Jules Verne-mäßig. Von wem wurde das entwickelt? Oh nein! Mit nur ein Jumpscare.